Leute, das war definitiv eines der leckersten Gerichte von HelloFresh. So, Leute, ich war jetzt gerade sonnen, habe mir jetzt noch einen Red Bull geholt. Ich trinke das so selten mittlerweile. Und gönne mir jetzt dieses Getränk. Dann werde ich schnell meine Wäsche abhängen. Und dann ist hier auch erstmal alles aufgeräumt. Dann begebe ich mich daran, für euch noch den Shein Try On Haul abzudrehen. Habe ich das nämlich auch weg. Dann hänge ich alles direkt in den Schrank. Und ja, mal schauen, was wir danach machen. Aber ich bin jetzt gerade erst zu Hause angekommen. Leute, die Sonntag so gut. Ich habe den ganzen Tag heute so gefroren. Und ich bin ja allgemein voll die Frostbeule. Und ich dachte mir so, komm, noch ein bisschen Farbe. Ich habe aber auch nur die halbe Zeit der Besonnung mein Gesicht darunter gehalten, weil ich will mein Gesicht ein bisschen raushalten. Aber ich dachte, komm, ein bisschen Farbe im Gesicht wäre jetzt auch nicht schlecht. Ja, ansonsten habe ich ganz gut Farbe bekommen. Ich habe hier immer voll die Probleme, Farbe zu kriegen. Ich muss mir unbedingt mal wieder neue Besonnungscreme zulegen. Und Outfits für morgen wollte ich rauslegen. Morgen ist einfach Silvester, Leute. Es ist morgen Silvester. Ich drehe am Rad. Ich fühle mich, als hätte ich noch 10 Tage länger haben können, damit wir Silvester haben, weil das geht mir alles zu schnell. Das geht mir alles zu schnell. Ich habe das Gefühl, die ganze letzte Woche ist einfach verflogen. Ja, und durchwischen wollte ich hier auch nochmal. Das mache ich gleich auf die Schnelle mit dem Soofast. Und ja, die Mauses haben sich jetzt hier hingelegt. So, ich habe jetzt meine Outfit-Optionen für morgen rausgelegt. Auch das, was ich drunter ziehe, weil ich brauche logischerweise ein bisschen was zum Drunterziehen, weil ich sonst friere. Ich tendiere gerade definitiv zu diesem Blazerkleid. Und zwar ist das von Shein. Das hat noch so einen Gürtel drum. Und darunter würde ich natürlich kurze Sachen anziehen und überlege, entweder diese Tasche zu nehmen oder die hier. Und diese Schuhe oder die hier, je nachdem. Dann habe ich einmal die Option, die ich mir ja bei Fashion Nova bestellt hatte. Die muss ich aber morgen mal anprobieren, weil ich weiß gar nicht, ob das passt. Ich hatte das noch gar nicht an. Aber ich weiß nicht, ob ich das morgen so fühle, weil ich mag das so ein bisschen aus der Reihe zu tanzen. Ich mag das nicht, wenn jeder so Glitzer, Glamour anhat, auch sowas anzuziehen. Und deswegen tendiere ich zu dem hier, weil es auch eine schöne, warme Farbe ist und ich mag sowas sehr gerne zu tragen. Oder dieses Kleid hier, das ist in so einem wunderschönen Petrolgrün, ist sehr, sehr lang, wunderschön figurbetont, lieben wir auch sehr. Darunter würde ich sogar diesmal ein Korsett anziehen und auch diese Schuhe und diese Tasche wahrscheinlich. Genauso wie wenn ich den Jumpsuit anziehen würde, würde ich auch diese Tasche und diese Schuhe nehmen. Ich weiß nicht, ob ich nicht zu denen tendiere, je nachdem, ob ich die Tasche mitnehme. Mal schauen, ich muss es morgen mal anprobieren, aber mein Outfit für morgen, beziehungsweise meine Outfits für morgen sind auf jeden Fall geplant. Und zur Not kann ich dann einfach alles mitnehmen, weil ich habe schon alles rausgelegt. Die Tasche fände ich auch mega, mega cute zu diesem Outfit. I love it. Oder auch zu diesem. Muss ich mal schauen. Schmuck müsste ich noch rauslegen, sage ich euch aber ehrlich, werde ich spontan machen, je nachdem, was ich anziehe. Kann ich mich aber auch schon mal dazulegen. Ich habe jetzt meine kleinen Babys zu meiner Tante gebracht. Da werden die nämlich heute übernachten, weil ich ein Frankie Town bin. Und ich weiß nicht, irgendwie, ich hasse das, meine Babys abzugeben. Ich vermisse die jetzt schon. Ja, ich hoffe, die Babymaus übersteht das gut, weil der ging es heute nicht gut. Meine hat heute Morgen auch nichts gegessen. Ich denke mir so, okay, cool. Ja, ich bin jetzt auf dem Weg wieder nach Hause. Werde dann anfangen, meine Haare zu tönen. Lass das eine Stunde einwirken. Werde in der Zwischenzeit eine Kleinigkeit essen. Ich weiß noch gar nicht, was ich essen werde. Ich werde wahrscheinlich irgendeine Kleinigkeit snacken. Und dann werde ich meine Haare auswaschen, mich schminken, meine Haare föhnen, duschen, meine Haare eindrehen und dann losfahren. Ich weiß noch nicht, welches Outfit ich wählen werde. Ich hatte euch, glaube ich, gestern schon gezeigt, ich schwanke zwischen drei Outfits und ich weiß es immer noch nicht. Also ich muss, glaube ich, erstmal diesen silbernen Jumpsuit einmal anziehen heute, um beurteilen zu können, ob ich das fühle oder nicht. Ich tendiere gerade entweder zu dem silbernen Spiegelanzug, wenn man das so schön sagen kann. Oder zu dem Blazerkleid, welches ich euch gestern gezeigt habe. Aber ich glaube, ich muss es angezogen sehen. Mich nervt es ein bisschen, dass ich meine Haare ja vorher vorbereiten werde und eindrehen werde. Und ich werde die auch erst in Frankie Town öffnen. Das ist halt gerade von Nachteil, weil ich somit nicht sehe, wie das Outfit dann komplett aussieht. Ja, deswegen muss ich halt mir das Ganze irgendwie vorstellen. Das Gute ist, ich habe eigentlich gute Vorstellungskraft, aber irgendwie bin ich auch ein bisschen lost. Ja, ich habe auf jeden Fall gerade richtig Hunger. Ich weiß auch nicht, warum ich so hungrig bin. Wir haben jetzt 14 Uhr. Mal gucken, wann ich es schaffe, loszufahren. Also ich muss allerspätestens, wollte ich so 19 Uhr, 19:30 Uhr los. Wenn wir jetzt 14 Uhr haben, bis ich zu Hause bin, 14:30 Uhr, sagen wir so 15:30 Uhr ungefähr müssten meine Haare fertig getönt sein. 16 Uhr fange ich an, mich zu schminken. 16, 17, 18, 19, dann habe ich so einen 3-Stunden-Puffer. Das ist eigentlich ganz gut. Ja.
ich freue mich und ich wollte wahrscheinlich auch noch fertig gemacht ein Video drehen, aber es macht halt gar keinen Sinn, weil ich meine Haare eindrehen werde und das wird halt absolut doof aussehen. Ja, außer ich bereite meine Haare vor und mache die dann auf, aber ich wollte die eigentlich eingedreht lassen bis Frankie Town, damit die halt wirklich den ganzen Abend halten. Ich schaue gleich einfach mal. Das Wetter ist übrigens bescheiden, auch wenn hier gerade die Sonne scheint. Das sieht irgendwie so sehr nach Regen aus. Mal schauen. Haartönung ist auf meinem Kopf. Ich habe mir jetzt Bademantel so umgewickelt, damit ich hier nichts voll saue. Ich werde jetzt mein Brötchen essen. Nebenbei noch ein bisschen YouTube, glaube ich, gucken. Und dann beginnen, meine Haare zu waschen. Also ich stelle mir jetzt einen Timer auf eine Stunde. Und dann, let's go. Ich gehe jetzt die Farbe auswaschen, meine Haare waschen. Und dann geht's ans Make-up. Ich bin ready gemacht. Ich habe jetzt noch meine Haare eingedreht. Oh mein Gott, ich fühle mich so gut heute. I love it. Ja, ich habe jetzt noch gutes Licht eingepackt, was ihr auch gerade seht. Und ich würde sagen, ich ziehe jetzt noch Schuhe an, beziehungsweise meine Boots, und dann geht's los. Und das ist mein Outfit, Leute. Ich habe jetzt hier einmal so ein Kleid runtergezogen, weil der Booty ist einfach zu groß für dieses Kleid. Meine Haare verbreitet, that's my Make-up. Und ich würde sagen, auf los geht's los. Ich habe noch meine Boots an, aber ziehe gleich Absatzschuhe an. Wir benutzen irgendwie Wärmecreme. Ich habe so Fußeinlagen, die wärmen, Hand wärmer. Also ich bin gut vorbereitet. Ich werde auf jeden Fall heute nicht frieren. Ich wollte mit dem Vlog sein. Hi. Hi, my name Hi. Is. Hi, my name is. Hi, my name is. Was willst du auch noch sagen? Wie tot ich bin? Ich glaube nicht. Ich schlafe gleich im Stehen ein, Leute. Diese 2 Stunden Fahrt haben mich auseinandergenommen. Ich bin so müde. Ich habe keine Ahnung, wie durch ich bin. Ich bin so kaputt. Wir haben einfach den ganzen Tag verschlafen. Ich bin richtig müde. Ich fahre jetzt zu meiner Tante, die Hunde abholen. Und wir waschen die noch da. Ich freue mich auf meine Mäuse. Ich habe die vermisst. Ach ja. Toll. Ich muss mich mal ganz kurz bei euch aufregen, weil ich schockiert bin. Mir ist das jetzt nicht nur einmal passiert, sondern exakt 5-mal in den letzten Tagen. Nicht Wochen, Tagen. Und zwar, ich weiß nicht, wofür Köln das ganze Steuergeld und keine Ahnung was benutzt, was sie von uns bekommen. Ich bin jetzt ungelogen 5-mal in die tiefsten Schlaglöcher gefahren, die überhaupt existieren, womit ich mir fast mein Auto von unten wegreiße und mein Reifengefühl kurz vorm Platzen ist. Ich weiß nicht, was das soll. Was ist denn so schwer daran, diese Löcher mit ein bisschen zu füllen? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es gar nicht. Oh mein Gott. Ich habe eben noch überlegt, wenn du ein wirklich richtig teures Auto hast, die ja super oft auch tiefer gelegt sind und relativ niedrig sind, du bist am Arsch. Da steht 70er-Zone, da ist nicht mal eine Warnung, gar nichts. Sie hatten das die Tage jetzt mal abgesperrt. Und es ist einfach, du fährst in dieses Schlagloch und wenn dein Auto tiefer gelegt ist, du reißt dir das ganze Auto von unten weg. Ich verstehe das nicht. Ich weiß auch, ich frage mich auch manchmal, ist das nicht strafbar für die Stadt? Das ist doch nicht normal. I'm back at home. Ich war jetzt die ganze Zeit nicht zu Hause. Und Leute, ich bin so kaputt. Ich könnte einfach durchschlafen. Wir haben jetzt den 3. Januar und ich habe es jetzt erst geschafft, nach Hause zu fahren. Unfassbar. Ja, ich werde jetzt meine Taschen erstmal auspacken. Dann gleich den Shein Try-on-Haul drehen. Eigentlich wäre es sogar schlauer, den vorher zu drehen und dann alles zu sortieren. Aber kennt ihr, dann habe ich schon mal so eine gewisse Ordnung drin. Ja, aber hier ist halt immer noch ein... Was heißt viel Chaos? Es ist nicht so viel Chaos. Hier liegt halt nur ein bisschen was rum. Wegen Silvester hatte ich halt hier Outfits rausgelegt und die ganzen Taschen sind halt voll mit den Silvestersachen.
Und ja, also ich werde heute auf jeden Fall den Shein-Haul abdrehen, weil ich das letzte Mal einfach nicht geschafft habe. Und muss noch neue Bücher einpacken, damit ich zu Hause lesen kann. Ich werde endlich Fourth Wings einpacken. Und mal schauen, wie ich da durchkomme, weil ich habe mir gesagt, ich will mir das im Januar gönnen, nochmal um ein bisschen abzuschalten und einfach das Jahr ein bisschen ruhiger zu starten und nicht direkt mit tausenden Lerninformationen. Dafür habe ich Ende des Jahres nochmal einiges, was das angeht, gemacht. Und ja, übrigens habe ich am 31. Dezember einen Brief an mich selbst geschrieben aus meinem Ich von Ende 2024. Und es ist sehr interessant, das zu machen, weil mir ist es echt schwer gefallen, in der Ich-Perspektive zu bleiben und nicht zu schreiben du. Weil ich ja den Brief an mich selber geschrieben habe. Es ist mir echt schwer gefallen und ich bin gespannt, was ich Ende des Jahres sagen werde. Ich habe hier übrigens mein Tagebuch mit Schloss. Aber ich fand das ganz süß. Ich bin mal gespannt, inwiefern ich Tagebuch führen werde dieses Jahr. Ich hatte jetzt bei Ishtar eine Idee gesehen, das fand ich ganz süß. Sie schreibt jeden Tag einfach nur eine Zeile. Das fand ich cool, weil dann ist man nicht so demotiviert, dass man irgendwie viel runterschreiben muss. Aber mir haben auch viele den Tipp gegeben, wenn ich Tagebuch führen möchte oder allgemein mehr schreiben möchte, dass ich einfach dann auch schreibe, wenn ich mich gerade danach fühle. Und dass es auch okay ist, wenn du mal einen Monat nichts reinschreibst oder mal jeden zweiten Tag nur. Und ja, das nimmt mir so ein bisschen den Druck raus. Ich muss allerdings mal gucken, wo ich das reinmache, ob ich das wirklich hier reinmache. Ob ich dafür ein anderes Buch nehmen soll, weil ich habe noch ein paar Bücher hier. Und ja, ich mache mir jetzt noch einen Tee. Putze meine Zähne, weil dazu bin ich eben nicht mal gekommen, weil ich direkt raus musste. Ich musste nämlich dem Postboten die Pakete übergeben. Und ja, dann machen wir uns an den Shein-Haul und dann ans Aufräumen. Weil ich muss dringend aufräumen. Ich bin froh, wenn gleich alles wirklich nice and clean ist, weil hier ist ja alles nice and clean. Das Einzige, was hier noch rumliegt, sind wirklich die Sachen von Silvester und der Shein-Haul. Und dann schauen wir mal. Eigentlich wollte ich heute noch andere Videos drehen. Mal gucken, wie ich mich dazu gleich noch fühle. Ich weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht, ob ich heute rausgehen soll oder nicht. Vielleicht verschiebe ich das doch nochmal um einen Tag. Ich verschiebe das jetzt mit Badern seit Montag. Aber egal. Ich fühle mich heute irgendwie nicht zum Rausgehen und auch nicht zum krassen Fertigmachen. Ich glaube, ich werde heute einfach nur mein Shein-Haul abdrehen, ganz entspannten Tee trinken und halt einfach genießen, dass ich ab heute wieder ein Haargummi habe, weil ich hatte nur meine Haarspange mit. Kein Mensch weiß, warum ich vergessen habe, Haargummi einzupacken. Ja, ich würde sagen, bis später. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich euch noch... Mir ist gerade aufgefallen, dass ich euch noch gar nicht die Buchreviews zu meinen letzten vier Büchern gegeben habe, die ich im letzten Jahr gelesen habe. Deswegen dachte ich mir, holen wir das Ganze jetzt mal nach. Und zwar habe ich ja Hope and Dean Forever gelesen. In diesem Buch befinden sich drei Bücher und zwar Hope Forever, Looking for Hope und Finding Cinderella. Das sind alle drei Bücher, die sich hier drin befinden. Und ich muss sagen, ich fand das Buch wirklich gut. Also der erste Band hat mir persönlich am besten gefallen und ich war zwischenzeitlich so, es war super spannend, es war toll geschrieben. Es war erst ab dem zweiten Band ein bisschen schwierig. Es haben sich im zweiten Band einfach sehr, sehr viele Konversationen wiederholt, was mich ein bisschen gestört hat. Zum Schluss hin vom zweiten Band war es wieder okay und der dritte Band war auch super. Deswegen, ich kann euch das ganze Buch auch empfehlen. Ihr müsst mal bei Amazon gucken, das ist sogar super oft im Angebot, weil das gar nicht mehr produziert wird und deswegen nur noch gebraucht verkauft wird. Deswegen, ich hatte auch ein gebrauchtes Buch, deswegen sieht es so aus, wie es aussieht. Ich mochte es sehr gerne. Es gibt noch einen weiterfolgenden Teil und darauf gibt es noch einen Teil. Und lustigerweise habe ich Finding Perfect, was der fünfte Teil so gesehen von der Reihe ist, schon gelesen. Als erstes. Ich wusste nicht, dass man das in der Reihenfolge lesen musste. Zumindest wusste ich es damals nicht. Ich habe das ganz am Anfang gelesen, wo ich angefangen habe mit Lesen, weil ich dachte so, komm, ist ein dünnes Buch, kann man mal zwischendurch lesen. Deswegen wusste ich schon so ein bisschen von der letzten Story zuzuordnen. Also lest es wirklich in der Reihenfolge. Aber es war wirklich ein gutes Buch. Also schon eine gute Kaufempfehlung, gerade wenn ihr eine spannende Story haben wollt. Bitte aber auch hier Triggerwarnung beachten, ganz wichtig. Und zu guter Letzt habe ich das Gesetz der Anziehung gelesen, spielend leicht die eigenen Wünsche manifestieren mit dem mächtigen Gesetzen des Universums von Florian Basfeld. Ich muss sagen, ich mochte das Buch. Gerade für Leute, die sich gar nicht mit dem Thema manifestieren und so weiter auseinandergesetzt haben, ist es sehr interessant. Allerdings war es für mich nicht ein bisschen langweilig geschrieben. Das Problem ist, diese Beispiele da drin waren für mich halt nicht wirklich ansprechend, weil ich etwas ganz anderes in meinem Leben anstrebe. Allerdings könnt ihr die Beispiele nehmen und für euch halt ins Positive umsetzen in eurem Leben. Und ich fand es ganz interessant auch. Allerdings, ich habe ein anderes Manifestationsbuch gelesen, was meine Tante mir empfohlen hatte. Und
Ich suche euch mal raus, wie das heißt. Ich blende euch das mal hier rein. Das fand ich viel besser. Das war auch aus einer Frauensichtweise geschrieben. Vielleicht lag es auch daran, ich weiß es nicht. Aber ja, dieses so Reisen auf Fahrrad, das hat mich jetzt nicht so gepackt, wenn man das so sagen kann. Deswegen, ich fand das andere Buch noch ein bisschen besser. Aber ich finde es allgemein wichtig, wirklich zum Thema Manifestation mehr Bücher zu lesen und sich einfach weiterzubilden, weil immer in manchen Büchern auch noch zusätzlich Tipps stehen. Auch hier drin hat mich der ein oder andere Tipp wirklich gepackt. Und ich habe auch letztes Mal noch mal ein Video gesehen von Liz. Ich weiß nicht, wer sie kennt, aber sie ist wirklich super. Sie macht englischsprachige Videos. Und sie meinte, wenn du Dinge in deinem Leben hast, einfach nicht mehr zu sagen, ich hätte gerne das und das, sondern zu sagen so, jetzt ein Beispiel, ich habe schöne Haut, ich hätte gerne mehr. Liebes Universum, meine Haut ist schön, ich bin dankbar dafür, tolle Haut zu haben, ich hätte gerne mehr. Wisst ihr, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber das so zu formulieren, habe ich auch noch nie bedacht und das fand ich auch sehr interessant. Dafür muss man manchmal, wie gesagt, nicht mal Bücher lesen, sondern sich einfach mit dem Thema beschäftigen. Und ja, das waren so meine Buchreviews zum letzten Jahr nochmal. Ich mochte sie wirklich sehr gerne und ich bin gerade dabei, A Good Girl's Guide to Murder weiterzulesen. Ich werde auch nachher definitiv weiterlesen, wenn ich nach Hause komme. Und ich packe mir jetzt noch Fourth Wings ein. Ich habe noch andere Bücher bestellt, die werde ich euch dann zeigen, weil ich jetzt endlich mal meine Liste so Stück für Stück abarbeiten wollte, dass ich wirklich alles an Büchern hier habe, was so meine Go-To-Bücher waren, wo ich dann auch immer mal zwischendurch ein bisschen durchblättern kann, weil ja, ich bin halt sehr interessiert an so gewissen Themen und nicht nur Themen, die man durch ein Buch liest, sondern auch, ich glaube, das sind auch Bücher, wo man einfach, wie gesagt, drin rumblättern kann, um einfach mal zu gucken, was alles so drin steht. Und ja, deswegen habe ich mir noch ein paar Bücher bestellt, weil ich ja noch nicht genug Bücher habe, ne? Nee, Leute, Spaß beiseite. Also das Ding ist, ich lese ja nicht wenig und deswegen wollte ich mein Regal auf jeden Fall wieder mal ein bisschen aufstocken. Und mal gucken, was ich im nächsten Jahr alles von meinem Sub so gesehen schaffe zu lesen, weil ich habe jetzt schon einige Bücher da drin. Ich glaube, wenn die Bücher, die jetzt ankommen, bin ich so bei ungefähr 100 Büchern, die ungelesen in meinem Bücherregal sind. Aber ich sortiere halt auch immer aus, ne? Also die Bücher werde ich auch wieder verkaufen. Ich werde mal schauen, ob ich die bei Medimops oder so reinstelle, weil ich habe jetzt schon einen ganzen Karton mit Büchern voll. Ich habe auch noch ganz viele Bücher an Freunde ausgeliehen. Also ich sollte vielleicht mal meine ganzen Bücher zurückverlangen, damit ich endlich mal diese Rücksendung abschließen kann, dass ich die ganzen gelesenen Bücher schon mal zurücksende, damit ich von dem Geld auch neue Bücher holen kann. Und ja, ich würde sagen, Leute, ich drehe jetzt den Shein-Haul. Ich trinke jetzt meinen Tee noch zu Ende aus und dann geht es für mich an die Arbeit. Ich bin mal gespannt, wie lange ich brauche, aber ich glaube, ich brauche nicht so lange. Und dann werde ich heute noch einiges lesen und ich muss heute noch Sport machen. Und ich muss sagen, Leute, ich habe heute echt Muskelkater. Ich probiere die aus, wir haben so viele. Ich habe die letzten Tage einfach super wenig gevloggt. Ich wollte aber einfach mal so ein bisschen, ja, für mich selber runterfahren und erstmal gucken, was will ich eigentlich in diesem Jahr alles tun. Klar habe ich meine Listen erstellt, aber ich versuche mich langsam zu meinem Goal zu kämpfen, früh aufzustehen. Es klappt mir echt schwer. Das war kein deutscher Satz, aber es fällt mir so unfassbar schwer, früh aufzustehen, Leute. Ihr wisst nicht, vor allen Dingen auch dieses früh schlafen gehen, es ist für mich eine reine Katastrophe. Ich gebe mir Mühe, ich habe mir aber heute auch keinen Wecker gestellt zum Beispiel. Ich war dann aber auch um 10 wach, habe dann was gelesen und bin danach nochmal eingeschlafen. Bis 2:30. Wuhu. Egal, ich denke, ich genieße das jetzt, bis meine ersten Termine wieder sind und die sind nächste Woche. Ich habe jetzt nur die erste Januarwoche ein bisschen Ruhe so gesehen und ich bin aber sehr viel Sport am machen. Ich bin euch nebenbei ein Pilates-Video am drehen und werde danach mit Yoga weitermachen. Ich bin sehr gespannt, wie das werden wird. Und ich bin am Lesen. A Good Girl's Guide to Murder, Leute. Ich habe es mit ins neue Jahr genommen. Ich bin aber auch fast durch. Das hier ist das bisschen, was wir noch lesen müssen. Seht ihr das? Ja, ich werde jetzt noch ein bisschen weiterlesen. Dann werde ich mich auf dem Nachhauseweg machen. Und endlich, Leute, endlich werde ich mich heute das erste Mal fertig machen. Ich fühle mich katastrophal, weil ich das hier gar nicht mehr gewohnt bin, weil ich mich unfassbar regelmäßig die letzten Wochen und Monate fertig gemacht habe. Aber irgendwie, ich hatte so eine Downphase jetzt Anfang des Jahres. Ich war auch komplett kaputt von dem Tag, wo ich nach Frankfurt gefahren bin. Weil ich bin ja nicht nur nach Frankfurt gefahren, ich bin an dem Tag nach Köln gefahren. Zu meiner Tante, habe die Hunde weggebracht, bin wieder nach Hause, habe mich fertig gemacht, bin nach Frankfurt hin. In Frankfurt dieses ganze Party und so, das ist irgendwie auch nicht mehr so mein Leben. Ich weiß gar nicht, habe ich euch überhaupt ein Silvesterfazit gegeben? Also ich fand es sehr schön. Allerdings hat er uns in den Club verfrachtet, wenn man das so sagen kann. Und ich dachte, er gibt uns draußen einen Platz. Und drinnen im Club, ich weiß das, weil ich war ja nicht das erste Mal in diesem Laden, wenn man das so sagen kann, ist es unfassbar laut.
Und deswegen war es noch eine Katastrophe für mich. Aber wir hassen jetzt durch. Wir hassen jetzt durch. Heute machen wir uns fertig. Heute werde ich Videos für euch drehen. Endlich das BBL Q&A, was ich seit Monaten geplant habe. Aber das werde ich heute für euch abdrehen, weil ich wollte schon fertig gemacht sein und nice und clean aussehen. Und was wollte ich noch machen? Ich hatte noch zwei Videos, glaube ich, auf meiner Liste, die ich heute für euch abdrehen wollte. Und dann in den nächsten Tagen will ich mich auch nochmal fertig machen und endlich für euch Bilder machen, weil das habe ich seit Monaten nicht mehr gemacht. Und ich habe es vermisst. Ich will endlich wieder Content für euch machen. Ich habe mich übrigens gestern auf Instagram privat gestellt. Ist zwar semi-geil für Kooperationen, aber ich habe auf Instagram jetzt auch nicht super viele Kooperationen. Die meisten habe ich halt wirklich auf YouTube. Und ich weiß nicht, ich brauchte einfach mal kurz einen Stopp auf Instagram. Also ich brauchte mal ganz kurz so, dass mir nur wirklich Leute folgen, die mir auch folgen wollen und nicht dieses, wir stalken sie jeden Tag, wir müssen wissen, was bei ihr abgeht und sie juckt uns eigentlich gar nicht. Ja. Deswegen mal schauen, was wird. Ich bin auf jeden Fall ein bisschen kaputt immer noch. Ich muss mir gleich mal was zu essen machen. Ich habe nämlich mega Hunger. Und die HelloFresh-Lieferung müsste auch heute ankommen. Ich bin mal gespannt. Wenn die gleich zu Hause ist, werde ich die direkt ins Auto packen. Und mal gucken. Ich weiß nicht, wo wir heute hingehen. Ich weiß nicht, ob nach Köln oder nach Kerpen, wenn wir überhaupt rausgehen. Aber ich wollte heute auf jeden Fall Content für euch machen. Ich habe mir jetzt was zu essen bestellt. So richtig geil. Phyllis Cheese Steak Sandwich, aber mit Chicken. Ich freue mich so darauf. Das wird so lecker. Ich hoffe, das ist nicht kalt, weil jetzt fast eine Stunde unterwegs war. Aber egal, zur Not schiebe ich das in den Ofen. Und danach fahren wir nach Hause und machen uns ready. Ich so voll motiviert. Wie tasty sieht es bitte aus? I can't. I'm back at home. Leute, ich schwöre, ich bin immer noch so unmotiviert. I can't. Ich bin so unmotiviert. Das ist echt schlimm. Ja, ich werde mich jetzt fertig machen. Ich werde jetzt erstmal Haare waschen, weil first things first. Und dann mal gucken. Ich habe gar keinen Plan, was ich anziehen soll. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen. Ich habe überlegt, vielleicht eine Jeans und so eine Orange, eine Cardigan. Hätte ich schon Bock drauf. Ich gucke jetzt gleich mal. Übrigens kam meine Bücherbestellung an und ich dachte mir, ich zeige euch die Schätze jetzt mal kurz, bevor ich die gleich ins Regal räume. Und zwar habe ich mir das Buch von Raphael M. Bonelli, wurde mir oft empfohlen, Perfektionismus geholt. Wenn das soll, zum Muss wird, bin ich sehr gespannt drauf, weil wir wissen alle, ein Perfektionist und ich hasse es. Deswegen, ich bin super gespannt auf dieses Buch. Und zwar Geheimnisse der göttlichen Liebe, eine spirituelle Reise in das Herz des Islams, Nummer 1. Dasselbe als Tagebuch und dann nochmal Von der Finsternis ins Licht ist dasselbe, nur Band 3 von denen. Und dann einmal was ganz anderes. Ich hatte die schon die ganze Zeit auf meiner Liste und bin da auch sehr gespannt drauf. Ich weiß, viele, ne, das ist jetzt nicht im Einklang, aber ist auch egal. Das geheime Wissen der Hexen, so verbindest du dich mit den magischen Kräften und erreichst spirituellen Wohlstand. Fand ich auch ganz interessant. Vor allen Dingen, das sind auch Bücher, die meine Tante wahrscheinlich sehr ansprechen. Magisches Ritual für jeden Tag, das geheime Wissen der Hexen. Es gibt da so ein paar Sachen auch mit Kerzen und so, was ich sehr interessant finde. Deswegen habe ich mir auch noch Kerzenmagie, das geheime Wissen der Hexen geholt. Ich werde die mal austesten, die Bücher. Ich fand die ganz cool und ganz interessant. Und ich bin halt so, ich bilde mich gerne in allem weiter, um dann zu gucken, was für mich halt das Passende ist. Ja, deswegen habe ich mir die Bücher hier zugelegt. Und ich würde sagen, ich mache mich jetzt ready. So, Make-up ist done. Ich habe euch jetzt gerade nebenbei ganz, ganz viele Tutorials auch für TikTok abgedreht, wie ich meine Wimpern schneide etc. Die Seite ist mir heute irgendwie gar nicht so richtig gelungen, was ich hier gemacht habe. Aber ich sehe auch gerade so ein bisschen meinen Fehler. Ich habe nicht ganz so gut meinen Eyeliner aufgetragen. Ändern wir jetzt doch mal nebenbei. Ja, ich bin jetzt gleich ready. Ich werde jetzt meine Haare föhnen und dann meine Extensions einsetzen. Und dann schauen wir mal, wo es hingeht, ob ich überhaupt noch irgendwo hingehe. Ich wollte auf jeden Fall für euch auch noch Videos drehen. Mal gucken, wie ich das gleich mache. Mich nervt diese Wimper. Ich weiß nicht, warum mein Übergang heute so komisch ist. Aber anstrengend. Ganz, ganz anstrengend. Ich hasse es, Wimpern neu zu kleben. Das Ding ist, ich habe die Befürchtung, dass einer meiner Hunde meine andere Wimper gegessen hat. Weil ich hatte die nebeneinander liegen. Ich habe was weggeräumt und auf einmal war sie weg. Ja. Entweder habe ich sie selber gegessen oder es waren die Hunde. Oder ich habe sie mit dem Wind irgendwo hingeweht, aber ich habe alles abgesucht und sie konnte ja nicht weg sein. Ich hatte sie ja nur in der Wohnung. Ja, ich föhne jetzt meine Haare. Meine kleine Biene muss für euch mal Hallo sagen. Willst du Hallo sagen? Du kleiner Wurm. Mein kleiner Knirps. Mein kleiner süßer Wurm. Du bist Babymaus. Ja, Leute, wir föhnen jetzt Haare. Dann drehe ich meine Haare ein. Dann drehe ich noch Videos für euch und dann geht's für mich los. Entweder gehen wir raus oder wir gehen nach Hause.
lesen. Let's see. So, Haare sind vorbereitet, Make-up sitzt, Schmuck sitzt. Ich habe jetzt alles einmal angezogen. Jetzt fehlt noch Glitzer im Dekolleté. Und dann bin ich auch ready to go. Ich muss nur noch meine Haare gleich aufmachen. Ich wollte die noch ein bisschen einziehen lassen. Deswegen einen kleinen Augenblick warten. Ich muss mir das hier dringend neu bestellen, weil das ist empty. Empty, empty, empty. So. Übrigens, ich liebe den Blazer. Der ist von ASOS. I love it. Good morning. Leute, können wir es glauben, dass ich gestern morgen, also gestern mitten in der Nacht, morgen, eigentlich heute Morgen, das Buch hier beendet habe? Mein Gott, endlich. Ich weiß nicht, wie lange ich dafür jetzt gebraucht habe, aber eine halbe Ewigkeit. Es war am Anfang für mich so langweilig und wir hatten das ja als Monthly Read gehabt in der Gruppe und irgendwie ist es war eine Katastrophe. Also der Anfang war irgendwie so langweilig und ich fand auch den Schreibstil, ich weiß, dass viele den Schreibstil super fanden und das Buch ist ja auch voll im Hype, aber irgendwie, nee, also mir hat es gar nicht gefallen. Der Schluss war dann wieder so einigermaßen spannend, so die letzten 200 Seiten waren okay. Aber der Anfang, da erstmal reinzukommen, war eine Katastrophe. Und der Plot-Twist war ganz interessant, muss ich sagen. Aber es wäre kein Buch, was ich nochmal lesen würde. Also da habe ich schon tausendmal bessere Bücher gelesen. Ich weiß, dass viele das Buch feiern. Also es ist lesenswert, wenn ihr es lesen wollt. Aber der Anfang war halt wirklich anstrengend. Deswegen, ich gebe dem Ganzen 3 von 5 Sterne, weil es ist jetzt nicht die schlimmste Katastrophe. Aber der Anfang hat sich so lange gezogen und auch der Schreibstil war gar nicht meins. Vor allen Dingen, es wird die ganze Zeit aus der Sicht der Protagonistin geschrieben zwischendurch und dann wiederum wird in dritter Person von ihr geschrieben. Und ich denke mir so, hä? I don't get it. So, entweder du schreibst aus der Variante oder aus der, aber dieses Switchen, das war so, ich habe es nicht verstanden, warum man das gemacht hat. Also fand ich auch ganz unangenehm irgendwie. So 3 von 5 Sterne. Noch 2,5 sein können, aber egal. Ich bin gerade das Video für euch am Schneiden und ich dachte mir, ich verabschiede mich mal bei euch, weil viele bemängelt haben, dass ich mich nie in den Videos verabschiede und nicht Hallo sage. Das Hallo wird immer ein bisschen schwierig, außer ich baue euch das so ein, wie ich das jetzt auch mache. Schreibt mir mal gerne rein, ob euch das so besser gefällt. Ich drehe ja extra keinen Anfang und kein Ende, weil ich nie weiß, wie lange ich drehe, weil ich immer so das meistmögliche an Videomaterial für euch in den Vlog mitnehmen will, dass es jetzt kein 15-Minuten-Vlog wird, sondern immer so alles so ab 20 Minuten aufwärts, ne? Ja, ich hoffe, dass der Vlog euch gefallen hat. Es war eigentlich gefühlt ein reiner Silvester-Vlog und aber es war ein wunderschöner Abend. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.